Dann gehen wir mal hoch. Ja, da ist es. Also bis nach unten ziehen. Was gibt's hier auch wieder Klamotten? Ach, du Scheiße. Ja, ich hab wieder unten bei der Kamera. Ja. Das ist ein runder Knopf. Ja, oben so ein Loch. Oh. Ja. Dann wollen wir mal die andere Seite versuchen. Ja, lass uns erstmal die andere Seite nehmen. Ich glaube, da war die komplette Tür offen. Ja, ansonsten Rucksack hier runter und dann gehen wir hoch. Ja. Licht, ihr müsst vor. Ja, mal schauen. Ja, das sieht gut aus. Oh, obwohl die Treppe gar nicht so schön zu besteigen ist. Da nicht wegrutschen, pass schön auf. Die Tür kannst du auch kein Stück bewegen. Die ist echt warm. Wie riesig, Alter. Das ist ja heavy. Hier müssen wir einen Brückenweg machen. Was ist da einfach? Wahnsinn. Das hier ist eine alte Lampe. Das ist ja, der Rest von der Lampe. Wahnsinn. Nicht schlecht. Was für eine Wärme hier oben. Okay, weg ins Treppenhaus. Krass. Ja. Alles runtergekommen, ne? Isolierung und sonst was. Guck mal, wie viel? Zentimeter? Ja. 10 Zentimeter? Hier vielleicht nochmal ein neues Bodenfoto machen? Hoch steht hier ja. Auf der anderen Seite? Können wir gleich machen. Nehmen wir hier rauf. So aufpassen, dass du nicht wegspalterst. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier von der Wasserversorgung war, dass auch alles isoliert noch ist. Aber wer weiß. Schon krass, wie groß. Mal gucken, was auf der anderen Seite ist. Genau das gleiche, wahrscheinlich. Und Blick zum anderen Treppenhaus. Wenn noch Dachziegel drauf. Mal, was heißt denn das? Das sind zwei verschiedene. Ja, ich nehme mal an, du kannst von einem zum anderen runter. Ja, das ist wahrscheinlich anders. Ja. Und da wir keine Räume haben, ist das gar nicht so verwinkelt. Ich glaube, die kann ich abnehmen. Ja, und das ist der andere Aufgang, wo wir nicht hochgekommen sind. Stiefel. Genau. Krass, guck dir das an. Wie weit sich das erstreckt. Das ist ja vermutlich alten Zeltbahn. Wenn man sich hier verewigt hat. Erinnert mich so ein bisschen.
denn an Spooky Beelitz Heilstätten? Die Tür wird von alleine auf und zu gehen. Und wenn du die frei hast. Ja, doch, man kommt noch rein. Überall Klamottenreste. Ich glaube, das wird. Kannst du als Feuertonne benutzen? Nee, eher nicht zu massiv. Wahnsinn. Also unsere Vermutung ist, dass es vielleicht doch von einem Heizsystem war. Oder dass es Wasserrohr sind, wir wissen es nicht genau. Das ist schon Wahnsinn, wie sich der Dachboden hier erstreckt. Zumindest gehst du hier oben nicht. Genau, das war unsere erste Idee, hier hochzukommen. Hier ist dann der Dachboden auch zu Ende. In dem Gebäude, wo wir gerade waren, war schon sehr mega interessant auf diesem Dachboden, wie ewig weit er sich da rum erstreckt. Wir haben da keine Ahnung, wie viele Bilder Sebolix da gemacht hat. Auf jeden Fall mega coole Aufnahmen. Wir werden uns jetzt hier irgendwo hinbegeben, erstmal Mittagspause machen und dann mal gucken, was uns in den anderen Gebäuden erwartet. Auf jeden Fall wird es heute spannend bleiben. Echt schon mega, wie das ja so fast am Ende des ersten Geländeteils aussieht. So ein kleines Hexenhaus, haben wir gerade schon gesagt. Aber leider ist hier von dem Weg aus kein Reinkommen möglich. Wir werden mal gucken, ob wir irgendwo einen Eingang finden in eins der Gebäude, weil es ist schon mega spannend irgendwie. Vor allem, wie weit das hinten reingeht. Hier in der Ecke im Wald sind dann auch wohl die Bunker. Aber das werden wir heute nicht mehr machen, weil es zieht hier langsam Wolken auf, könnte regnen. Aber wir haben ja alles dabei. Ja. Schon mächtig interessant. Jetzt ist das Ende, wo die Straße ist, auf dem Gelände, die ganzen Vereine auf dem Sitz haben. Da gehen wir natürlich nicht hin, weil wir wollen die ja nicht stören und die sollen uns ja nicht stören. Warum was? Warum macht ihr? Keine Ahnung. Ach, schau mal an. Ja. Ah, herrlich. Hier müssen wir so richtig so ein bisschen aufpassen. Der Boden ist mehr als Knack und Morsch. Ja gut, geht zwar nicht tief runter, aber macht das Sinn. Drin.
Schön aufpassen, Freunde. Hier wächst Plastik. Der Ball. Schon sehr fortschrittlich für die GSSD. Ballchen. Okay, Sporthalle Nummer 1. Yes. Das nenne ich mal schöne große Sporthalle. Man rundum. Und hier hat es mal gebrannt drin, wie man schön sehen als auch riechen kann. Irres Bild, würde ich sagen. Obwohl ich stehe nicht auf irgendwelche Leute, die Graffitis machen, aber das finde ich wirklich geil gelungen. Ich erinnere mich an Krampnetz, wo ich mit Mörsel immer oben in unserer Speisekammer war. Dieses eine Gesichtsbild, einfach nur geil. Und da vorne geht es sogar hoch. Schon mega. Mal gucken, ob der da drüber kommt. Schön aufpassen. Nice. Sieht da sehr vertrauenserweckend aus, die Treppe. Moderig und irgendwie auch noch Diesel oder Altöl im Gemisch. Okay. Jonas. Vielleicht Umkleidekabinen oder so, obwohl ne. Keine Umkleidekabine gewesen. Was von mir. Yep. Make some noise. Alter Schaltschrank. Und mal gucken, ob die Treppe hält. Ach hey. Ganz an der Seite laufen. Ja. Na doch, hält noch. Ich muss noch runter. Einfach nur mal einen Blick von oben. So, das gibt's ja nicht. Zum nächsten. Lüftungsanlage, Alte. Mutig. So, ihr Welt. Okay.
wer das mal gewesen sein mag. Schauen wir mal, ob wir da noch rüberkommen. Nee, nicht wirklich. Nur mal gucken, dass wir von der anderen Seite reinkommen. Und wieder von der Sporthalle aus weiter. Zelliges Wasser. Und das klingt gerade tatsächlich so, als ob die da draußen mit dem Panzer fahren. Und hier ist ja auch Garnisonschau, jährlich, wenn ich das richtig weiß. Auch wieder eine Treppe des Vertrauens. Für wahrscheinlich nichts Interessantes. Na genau. Wie soll es auch anders sein? Außer einer Heizung. Nix. Wird mal interessieren, für diese ganzen kleinen Häuser gewesen sind. Häuser. Räume. Na, alter Schrank. Der alte Regal. Und immer der obligatorische Stuhl. Ich bin gerade irgendwie total im Stalker-Modus. Den habe ich doch tatsächlich an dem ersten Teil vom Spiel. Schon mega. Okay. Schon nett.